Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es wieder so um die Organisation und ich bereite mich ja jetzt wieder so ein bisschen für die Schule vor und habe jetzt eigentlich so ein Video gedreht, das ein bisschen zu lang war, deswegen verlinke ich euch Teil 1 in der Infobox. Das hier wird jetzt Teil 2 sein. Es geht wieder so ein bisschen um meine Organisation, wie ich mich vorbereite und meine Übersichten und ich hoffe, euch gefällt das Video. Okay, wundert euch nicht wegen meinem Outfit. Ich muss mich kurz umziehen, weil ich habe halt Check gemacht und dann alles über meinen Pulli verschüttet. Deswegen habe ich mich jetzt kurz umgezogen. Auf jeden Fall werde ich jetzt mit meinem Monatsplan anfangen, also dieser Monatsübersicht, weil ich jetzt schon alles gemacht habe, also was ich so konnte. Und die anderen Sachen werden halt so Lernzettel, also wird alles im anderen Video kommen. Aber ja, ich fange da jetzt einfach mal an mit meiner Monatsübersicht und dann mache ich auch Oktober, November und Dezember. Das ist so krass irgendwie, dass dann einfach schon Dezember kommt. Ich komme nicht drauf klar, wie schnell die Zeit vergeht, wirklich nicht. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Dann habe ich meine ganzen Termine eingetragen und ich habe jetzt diesmal angefangen und es erst in meinem Schulplaner gemacht, weil manchmal kommt es vor, dass die Lehrer dann halt vielleicht auch noch irgendwelche Termine nennen oder irgendwelche Referatstermine, sage ich mal, kommen ja dann vielleicht noch dazu und dann habe ich einfach so einen Überblick, wann irgendwas ansteht und dann weiß ich vielleicht, ah okay, dafür habe ich jetzt nicht so viel Zeit und dann kann ich das ein bisschen besser einplanen. Manchmal verabrede ich mich nämlich auch mit Freunden dann zum Lernen oder zum Vorbereiten von irgendwas. Zum Beispiel Sportklausursatz muss mir auch was vorbereiten, Nachmittag. Und wenn ich das halt in der Schule schon direkt habe, dann ist es irgendwie ein bisschen einfacher, so diesen Überblick zu behalten, finde ich. Und dann geht es auch ein bisschen schneller dort. Und ich habe das halt soweit in meinem Planer alles so festgehalten. Der ist aber für die Schule. Und ich mache das jetzt aber auch nochmal für meine Tafel, die hier so gegenüber hängt. Und da werde ich nochmal so eine Übersicht machen für die 3 Monate. Und dann habe ich das auch nochmal hier. Also dann kann ich so direkt halt drauf schauen und das so im Blick behalten. Okay, das wird, glaube ich, so stressig. Sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so ordentlich aus, weil ich immer wieder was weggestrichen habe. Auf jeden Fall, ja, habe ich hier zum Beispiel Fahrschule. Da habe ich dann Fahrschule nach meiner Geschichtsklausur. Dann habe ich hier 3-mal in der Woche und dann direkt am Montag auch wieder im nächsten Monat. Also ich glaube, das wird schon einiges. Und ich versuche es halt immer so mit Farben zu machen. Hier fehlt es noch mit der Fahrschule. Und mit Pink mache ich dann immer meine Klausuren und mit Blau halt so irgendwelche wichtigen Termine. Und dann habe ich vielleicht noch Arzttermine in Lila oder sowas. Und ja, so habe ich das jetzt irgendwie gegliedert. So mache ich das auch immer. Und dann habe ich das halt jetzt einmal übersichtlich. Und dann mache ich das gleich nochmal für meine Schreibtischwand, also für meine Tafel. Ich habe da nochmal so diese letzten Markierungen gemacht und ich habe da halt so verschiedene Farben gewählt. Also für Blau zum Beispiel meine ganzen Fahrschultermine, weil ich einfach so viele Termine bekommen habe wegen meiner Prüfung. Und dann so für Rosa halt die ganzen Klausurtermine. Bin ich mal gespannt, wie das alles wird. Ich glaube, im Endeffekt ist so vielleicht Ende Oktober, Anfang November, glaube ich, so ein bisschen stressiger. Aber sind, glaube ich, nur so 2 Wochen oder so und dann legt es sich auch wieder und dann wird es an sich auch alles so ein bisschen ruhiger, habe ich bemerkt. Also so Mitte, Ende November geht es eigentlich voll klar. Ich glaube, ich habe da vielleicht eine Klausur pro Woche. Ja, ich glaube, ab November so, irgendwie Mitte November. Und im Dezember, was mich mega freut, habe ich gar nicht so krass viel. Also ich habe da meine 2 Vorabi-Klausuren, nennt man das, glaube ich, in Deutsch und Englisch. Und eine Kunstklausur, aber ich finde, es geht an sich. Und ich muss auch sagen, ich bin auch gar nicht so nervös wegen Deutsch und Englisch. Einfach weil wir mit dem Thema schon angefangen haben und bis Dezember ist halt noch so mega viel Zeit. Also ich denke mal, ich verstehe die Themen und dann muss ich das einfach nur noch ein bisschen üben. Wobei ich natürlich hoffe, dass wir das dann auch im Unterricht so ein bisschen üben und durchgehen, weil wir mehr Zeit haben. Also in Englisch haben wir mit Othello halt schon relativ früh angefangen. Auch im Vergleich zu unserem anderen Leistungskurs haben wir früher angefangen. Und ich glaube, also meine Lehrerin liebt auch Othello. Ich glaube, die macht es auch jetzt mega ordentlich mit uns. Das ist mega gut. Und ich kann auch nur sagen, habt keine Angst vielleicht vor so Lektüren in der Oberstufe. Zum Beispiel Faust oder Othello. Also ich habe jetzt über Faust die Klausur geschrieben, habe noch keine Note bekommen. Aber wenn man Faust im Unterricht bespricht und so weiter, dann geht es voll klar. Und auch Othello ist zwar von der Sprache sehr anspruchsvoll, aber wir besprechen das halt richtig ordentlich im Unterricht und es macht trotzdem Spaß, finde ich. Also ich hoffe natürlich das Beste für die Klausuren, aber im Endeffekt will ich damit eigentlich nur sagen, macht euch da jetzt nicht so einen Stress oder so, es ist wirklich nur halb so schlimm. Und es macht eigentlich auch, wie bei allen anderen Büchern, finde ich, Spaß, aber ich glaube, damit ich auch eine Ausnahme, also mir macht Spaß, aber wenn es euch Spaß macht, dann werdet ihr damit auch nicht so große Probleme haben.
Dann habe ich erstmal meine ganzen Papiere so rausgesucht und geschnitten. Ich habe mich jetzt für rosa und blau entschieden bei den Farben. Und ich habe das einfach einmal so halbiert, so ein DIN A4 Blatt. Und dann habe ich genau das gleiche nochmal bei so einem weißen Blatt gemacht. Und anschließend habe ich das halt einfach so draufgeklebt. Ich muss zugeben, ich mache das jetzt nicht so ordentlich. Also ich messe es nicht ab, ich nehme da keine oder sowas. Also ich mache das einfach so nach Gefühl und ich finde es auch nicht schlimm, wenn es dann nicht so ordentlich aussieht, aber es soll im Endeffekt eigentlich nur praktisch sein, sodass ich dann halt die Übersicht an meiner Tafel habe. Ich würde sagen, ich benutze es auch gar nicht so krass oder ich schaue da auch nicht so oft hin, aber einfach der Gedanke, dass ich alles so übersichtlich habe, macht es irgendwie viel einfacher, finde ich, mit allem so klarzukommen und es irgendwie alles so zu planen. Ich gerade mal so hier hin. Ich hoffe, das hält soweit. Das ist gerade sehr unsicher alles. Es ist hier so auf einer Tasse und zwei Büchern. Auf jeden Fall bin ich jetzt noch an meinem Planer. Also ich habe jetzt schon Oktober fertig. Und jetzt bin ich gerade bei November und Dezember. Und oh mein Gott, das ist irgendwie, keine Ahnung, das stresst mich gerade voll, dass ich so viel habe. Also diese eine Woche ist der Horror. Da habe ich halt einfach 3 Fahrstunden und dann aber auch so lange Fahrstunden und dann auch halt abends immer, auch hintereinander. Und dann schreibe ich aber am nächsten Tag auch eine Klausur. Es sind eigentlich 2 Wochen, die richtig stressig werden. Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Ich bin irgendwie mental überhaupt nicht bereit dafür, aber mal gucken, wie es wird. Ich nehme euch übrigens bei der Fahrschule auch mit. Also ich will ja generell auf meinem Kanal euch gerne so bei allem so mitnehmen. Und da gehört für mich halt auch Fahrschule dazu. Ich würde auch, um ehrlich zu sein, das nicht nochmal so machen, dass ich das während der Schulzeit mache. Ich würde das jetzt im Endeffekt einen Ferienkurs machen. Keine Ahnung, wie das gerade mit Corona ist. Vor Corona gab es es ja schon. Ja, ich wusste nur davon irgendwie nichts. Also ich habe mich da halt einfach nicht richtig informiert. Deswegen hoffe ich, dass ihr vielleicht ein paar Sachen von mir mitnehmen könnt. Aber ich mache jetzt erst mit November weiter. Und dann habe ich mit November weitergemacht und ich habe ja schon gemeint, es flacht ja eigentlich so ein bisschen ab mit meinem Stress, hoffentlich. Aber was ich einfach nur mal generell dazu sagen wollte, so zu diesem Schulstress oder Planen, also einerseits ist es so bei mir, wenn ich so einen Plan erstelle, dass ich dann schon so denke, oh mein Gott, das ist einfach so viel, wie soll ich das schaffen und so weiter. Andererseits bringt es mir aber auch so eine gewisse Ruhe, weil wenn ich das nicht aufschreiben würde, wüsste ich trotzdem, ich hätte mega viel, was so ansteht und dann weiß ich aber halt nicht so genau, wann was oder es wirkt halt irgendwie so überwältigend, aber wenn ich jetzt so einen Plan habe, dann kann ich das irgendwie auch alles so ein bisschen einsehen, wenn man das so verstehen kann. Und deswegen benutze ich auch immer so mein Bullet Journal und trage da auch immer meine ganzen Sachen ein. Und wenn ich halt meine Wochenziele oder meine Wochenaufgaben eintrage in mein Bullet Journal, dann ist es auch gar nicht so überwältigend. Dann geht es eigentlich immer. Klar, es wirkt jetzt vielleicht für einen Monat manchmal ein bisschen viel, aber im Endeffekt, wenn es immer so kleine Stückchen sind oder kleine Schritte, die man halt macht, dann geht es klar. Okay, meine Schwester kam gerade rein, als ich das aufgenommen habe. Auf jeden Fall will ich halt damit sagen, so, ich fühle mich auch auf jeden Fall gestresst manchmal in so einer Klausurenphase, besonders wenn es halt so nach viel aussieht. Im Endeffekt geht es immer wieder. Also ich glaube, man macht sich da einfach viel zu viele Gedanken. Und ich habe jetzt auch diesen Podcast von Ella The Bee gehört und da geht es auch zum Beispiel um Zukunftsangst. Und da meinte sie auch, es macht Sinn, wenn man einfach Schritt für Schritt vorgeht und einfach halt im Moment lebt. Also wozu soll ich mir jetzt Gedanken machen, was so im Dezember ansteht, wenn ich erst im Oktober bin und es halt einfach so wirklich war, weil man weiß ja nie, was kommt. Zum Beispiel Corona. Ich hätte mir auch schon über so viele Sachen Gedanken machen können dieses Jahr und habe ich auch teilweise am Anfang des Jahres, aber im Endeffekt kam Corona. Also wir wissen halt echt nicht, wie es weitergeht und wie das alles wird. Also ja, versucht euch vielleicht erstmal so in kleinen Schritten lang zu hangeln. Irgendwie so, keine Ahnung. Ach so, und meistens, während ich dann zum Beispiel auch meinen Plan erstelle und das so alles mache, höre ich auch mega gern entweder so einen Podcast oder lasse so eine Serie nebenbei laufen. Und ich finde, dann kann man sich auch viel mehr dazu motivieren, dass man dann halt anfängt, so seine ganzen Sachen zu organisieren und zu planen. Also ich finde, dann macht das so ein bisschen mehr Spaß und dann, keine Ahnung, wirkt es vielleicht auch irgendwie nicht so anstrengend oder so, sondern eher so eine Nebenbei-Beschäftigung. Es geht auch eigentlich relativ schnell, wenn ich meinen Plan erstelle und ich finde ja, wie gesagt, dass es mir dann eher so eine gewisse Ruhe gibt meistens und ich mache das auch eigentlich relativ so einfach, halte ich das. Also ich gebe mir da jetzt nicht so viel Mühe bei dieser ganzen
Planung kann man natürlich auch machen. Ich glaube, dann macht es auch nochmal mehr Spaß und für die kreativen Leute vielleicht ist es auch so eine kleine Motivation, damit anzufangen. Bin jetzt allerdings gerade gar nicht zu Hause und ich muss sagen, ich bin mega froh, dass ich das schon alles erledigt habe und dass ich das jetzt nicht nochmal gegen Ende der Ferien so auf den letzten Drücker machen muss. Okay, ich bin jetzt heute fertig mit allem. Also ich habe jetzt meine gesamten Übersichten gemacht. Ich kann euch das gerade noch mal kurz zeigen. Sieht es jetzt aus? Ich habe hier Oktober, November und rechts nebendran Dezember. Und da habe ich mir das jetzt alles so markiert, was so wichtig ist. Und man sieht, das ist eigentlich alles so auf einmal. Dann habe ich mich nochmal an meinen Schreibtisch gesetzt und einfach so ein paar Sachen generell organisiert und dann auch nochmal so ein bisschen aufgeräumt und anschließend auch halt so ein paar Schulsachen vorbereitet und mein Mäppchen auch nochmal zusammengepackt. Aber erstmal musste ich halt meine ganzen Ordner nochmal zusammenräumen. Also die Sachen halt, die ich so für mein Abi gebrauchen kann oder auch eben nicht, weil ich habe da so viele Unterlagen aufgehoben und ich wette, ich werde über die Hälfte mindestens wegschmeißen. Aber ich habe halt irgendwie immer gedacht, das kann mir vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen und ich hatte auch teilweise echt gute Lehre, wo ich dachte so, oh mein Gott, ich brauche alles davon. Also werde ich das nochmal durchschauen und dazu wird es auch extra Videos geben. Also wie schon erwähnt, ich werde euch generell bei meiner gesamten Abi-Vorbereitung immer mitnehmen und euch alles zeigen und das habe ich einfach ein bisschen so zur Seite getan, damit ich mehr Platz habe, weil es auf meiner Couch nicht so ganz gut war. Und dann habe ich mein Mäppchen gepackt und ich glaube, ich habe schon mal meinem School Supplies Haul gezeigt, was da so alles drin ist. Hat sich eigentlich im Großen und Ganzen nicht verändert. Also sowas wie Marker in zig verschiedenen Farben. Also meine Lehrer machen sich teilweise ein bisschen drüber lustig, dass ich immer alles markiere. Und die habe ich dann erstmal alle eingepackt und ich tendiere dazu, besonders am Anfang des Schuljahres irgendwie voll oft Stifte zu vergessen zu Hause. Oder auch so diesen Stift, mit dem ich halt immer schreibe. Und dann ärgere ich mich halt immer so aufs Neue, dass ich den vergessen habe. Und deswegen versuche ich halt an meinem Schreibtisch noch so ein Glas aufzuheben mit den genau gleichen Stiften, die ich dann für die Hausaufgabe benutze, sodass ich die halt in meinem Mäppchen nicht immer rausnehmen muss, weil, wie gesagt, ich vergesse das ziemlich oft und dann ärgere ich mich in der Schule im Nachhinein. Und ich habe meinen Schrank eigentlich schon aufgeräumt, aber ich habe da nochmal so ein paar Sachen rausgenommen und irgendwie finde ich, gehört es auch ein bisschen zur Organisation dazu, dass man generell so eine Ordnung hat in seinem Zimmer. Also meinen Schreibtisch habe ich ja auch aufgeräumt und meinen Schrank, wo meine Schulsachen drin sind, aber eben dann auch halt meinen Schrank und da habe ich nochmal kurz ein paar Sachen zusammengelegt, die unordentlich waren und ich finde, man fühlt sich dann einfach viel besser und es ist auch immer ganz gut, wenn man so lange am Schreibtisch saß, weil man dann halt auch wieder ein kleines bisschen Bewegung bekommt. Das muss ja auch nicht aufräumen sein, es kann ja auch vielleicht Sport sein oder Yoga oder Spaziergang, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Und das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen und vielleicht motivieren, auch eure Sachen auszusortieren und keine Ahnung, ich bin jetzt einfach froh, dass ich es erledigt habe und auch gleich am Anfang der Ferien, wobei das Video ja nicht direkt online kommen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.